Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 hier in der Disaster Area. Wir sind immer noch in Aizalith unterwegs oder halt den Dämonenruinen, die hier am Boden des schwelenden Sees sind. Und in der letzten Folge haben wir hier schon ganz, ganz viel erforscht und so weiter. Und jetzt bleibt eigentlich auch nicht mehr viel übrig, was wir machen müssen. Wo gehe ich eigentlich hin? Ich wollte den Wurm klatschen gehen, ne? Das hatte ich versprochen. Das hatte ich gesagt. Mit ein paar anderen Dingen. Dafür gehe ich in die völlig falsche Richtung. In der letzten Folge haben wir zum einen diese Balliste abgeschaltet. Ich hoffe mal zumindest, dass das Ding jetzt nicht mehr auf uns schießt. Was auch bedeutet, dass wir den Wurm jetzt leichter zerlegen. Also, dass wir jetzt gegen ihn kämpfen können, ohne dass sich da so eine fette Balliste da einmischt. Da was hinter diesem Nebel ist, müssen wir auch noch gucken. Aber es ist erstmal der Wurm fällig. Da ist der Wurm drin. Ja, jetzt kannst du aufhören, hier rumzurülpsen. Jetzt geht's rund hier. Na, wo ist er denn? Da ist er ja. Zack. Aua! Hab mich doch getroffen. Kann nicht gut sein. Oh, ich geh da in die falsche Richtung. Dann verpassen wir mal einen Pfeil hier. Anderthalb. Ein voll daneben. Geh hier wieder fest und unten scheint das Ziel nicht machen zu können. Okay, zweimal schlagen und wieder weg. Ziemlich lang dauern. Aua. Ich hab Zeit. Jetzt wieder in die falsche Richtung. Nö, er macht irgendwas ganz anderes. Okay. Da stehe ich nicht. Ich glaube, dieser Kampf ist nicht daraus ausgelegt, dass er von der anderen Seite kommt. Aber mir soll es recht sein. Ich komme damit ganz gut zurecht. Okay, weg hier. Wenn das Ding einmal gut trifft, dann kann ich nämlich ziemlich tot sein. Deswegen muss da schon aufpassen. Ich Schutzkasten, wer es kann. Okay, dann wieder. Wir haben nicht mal die Hälfte, also das wird ja noch dauern. Aber geduldig bleiben, das wird schon. Also da ruhig rumrampagen. Irgendwann wird er schon tot sein. Genau wie bei den Drachen in diesen Souls. Einfach draufhalten, irgendwann ist er schon tot. Ja, doch. Ich lag doch richtig. So, verpassen wir einfach hier ein paar Pfeile. Wir haben doch noch einen Schritt zurück. Wir wollen ja doch sicher sein, ne? Ich will jetzt nicht hier sterben und dann nochmal das alles machen müssen. Ja, ich weiß nicht, was ich großartig da sagen soll. Da ist so ein Wurm und da steht Blitze und ich stehe hinter dem und beschieße mit Pfeilen. Mega spannend, würde ich sagen. Aber ich bin mal worauf ich wirklich gespannt bin, ist, was das Vieh droppt. Vielleicht ein Ring, mit dem man durch Lava laufen kann. Das wäre mega freundlich von dem. Würde auch zu dem Centipede-Demon aus Dark Souls passen, der eigentlich genau dasselbe gemacht hat. Nur, dass der ein Boss war und kein optionales Riesenmonster-Vieh. Vielleicht mal gerade tiefen Schutzkasten, wenn der dann nochmal überlegt, was er jetzt tun soll. Übrigens habe ich jetzt auch das Rätsel gelüftet, warum es so ein massives
so massives Ausdauerproblem gegen diesen Invasor, das jetzt mal gegen diesen Zarik, weil wir haben ja den seinen Ring bekommen und der sorgt einfach mal dafür, dass die Gegner, die abwehren, mehr Ausdauer verlieren. Das heißt, es lag nicht nur am Schwert, nein, der Drecksack hat auch noch Bonus-Ausdauerschaden an meinem Schild gemacht. Ist das nicht gemein? Cool, zweimal geschlagen, nicht getroffen. Ja, deswegen lag ich doch richtig mit der Entscheidung, dass mein Schild gar nicht in diesen Kampf bringt. Was das? Jawoll! Blitzpfeil und Totenknochensplitter. Nice. Ein Wunder wohl bekommen, so wie es aussieht. Also, ja, das hat sich gelohnt. Wahrscheinlich muss man das Vieh sogar umbringen, wenn man die 100% haben will. Weil wer weiß, ob man den Blitzpfeil noch anders kriegen kann. Wenn man dann noch ein Schild des Verlangens. Gucken wir uns auch direkt mal an. Okay. Ganz gute Belastung, aber die Abwehrminderung haut jetzt einen nicht aus den Socken. Ha. Aber gut, mein Schild des Schwarzes, das ist ja gut, der ist auch schon viel weiter, ne? Nur ändert das meistens an der Minderung nichts. So, 45.000 Seelen. Gehe ich jetzt zum anderen Dings? Oder gehe ich jetzt hier rein? Da das mir schwer nach Boss aussieht, glaube ich, gehe ich erstmal an den anderen Dings. Das heißt, wir können einfach den hier machen. Dann gehen wir zu einem anderen Leuchtfeuer und gucken dann erstmal in Eiselester rein. Bevor wir da durch den Nebel gehen. Ich nehme ja mal an, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, aber sehen wir dann. So. Halt, was mache ich denn? Ich laufe schon wieder einfach blind los, ohne zu wissen, was ich eigentlich tun will. So, was wir machen wollen, ist dahin. Tu das für mich, bitte. So, dann glaube ich, sind wir hier auch fast fertig. Es sei denn, hier kommt jetzt irgendwie noch ein neues Gebiet oder so irgendwas. Keine Ahnung. Aber dafür sind wir hier, um das rauszufinden. Ah, hallo. Was geht ab? Hier, ich hoffe, du magst Schwerter. Und Blutung. Jawohl, direkt in einem runtergerusht. So muss das sein. Nice. Da ist irgendwas. Ich gehe jetzt erstmal hier rechts rein. In der Hoffnung, dass es da nicht wieder 3000 Verzweigungen sind, so das letzte Mal. Sieht schlecht aus. Okay, was ist das? Da ist dann wohl oben drüber irgendwie so ein Loch, wo man reinfallen kann oder so, ne? Sieht schwer danach aus. Ist da oben irgendwas? Keine Ahnung, ich kann es nicht sehen. Weil dann würde es sich ja lohnen, runterzufallen. Müsste ich sogar rauskriegen, wo man da eigentlich jetzt genau runterfällt. Ja, da oben matscht auf jeden Fall irgendwas rum. Das ist schon mal nicht so geil. Oh, Crystal Lizard. Boom. Zacka. Ein chaotischer Edelstein. Nice. Ich habe mich schon gefragt beim ersten Durchlauf, warum ich so wenige von den Dingen gefunden habe. Jetzt weiß ich's. Weil die nämlich alle hier sind. So, und hat sich der Rundgang hier doch schon mal gelohnt. Da müssen wir dann noch gucken, was da ist. Ob da was ist. Und ob das nur zu trollen ist, dass man so mitten im Gefecht da runterfällt. So, was schreibt der hier Nettes? Hinterhalt. Vorsicht vor Trio. Toll. Was ist denn da? Aua! Ja, da ist das Trio. Naja, zwei vom Trio. So, den einen haben wir schon mal locker flockig hier kaputt geschnetzelt. Muss nur noch der da drauf gehen. Okay, das war wieder diese leere Backstep, wie auch immer der mal zustande kommt. Das war ein richtiger Backstep. Na, beinahe hätten die mein Gift da getriggert, aber beinahe wäre ich vergiftet worden. Aber macht nichts. So, ist hier sonst noch irgendwas? Was willst du? Oh nein! Lass das! Okay, ist das für mich natürlich eine kleine Titanicha, was sonst? Hier kann ich aber von diesem falschen Boden nichts sehen. Vielleicht ist ja irgendwo noch eine versteckte Wand oder so? Keine Ahnung. Was ist das hier?
Fulian von Iserlith. Ah ja, da ist das andere Pyromantie-Dings. Was ist das für ein Teil? So was wie die Gegner, die hier rumrennen, nur nochmal ein bisschen größer. Und mit irgendwelchen Pilzen, die aus dem rauswachsen. Auf jeden Fall nicht sehr appetitlich. Es sei denn, es sind Champignons oder Pfifferlinge. Dann ändere ich meine Meinung. Die sind lecker. So. Mir scheint hier allerdings nicht zu sein. Es sei denn, hier ist noch irgendwo eine versteckte Wand. Es sind aber ziemlich viele Wände, das kann was dauern. Aber irgendwo muss da allerdings noch sein. Aus dem Hörchen noch irgendwas. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch hören könnt, aber ich höre irgendwas knarzen. Aber von der falschen Wand fehlt hier jede Spur. Das war alles? Ist da echt sonst nichts mehr? War ich eigentlich hier mal? Bin ich hier weitergegangen? Machen wir mal. Ach ja, stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Aua! Das war gar nicht nett hier. Okay, dann gehen wir direkt wieder. Da bin ich auch schon lang, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ich glaube, dann sind wir hier tatsächlich fertig. Abgesehen von der Lava natürlich. Nur mit diesem einen falschen Boden, da, wo ich jetzt nicht weiß, was da ist. Wenn da hinkommt. Muss ich mir nochmal genau angucken. Also, hier kommt man da in diesen Raum. Wenn ich hier lang gehe, dann ist da dieser Boden. Also das mit dem Raum schon mal nichts zu tun, weil der ist auf derselben Höhe, ne? Aber hier geht's auch nicht nach oben, hier geht's nur nach unten. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück zu diesem Dämonenruin und fordern diesen Boss raus, der da ist. Gesehen habe ich? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich drauf geachtet. Ach, wird schon schief gehen. Sind ja nur 40.000 Seelen. Die hat man schnell wieder. ja, okay. Aber ich brauche noch so 10.000 für ein Level up. Ich bin jetzt einfach mal so wagemutig und laufe da einfach durch. So, aber vorher stelle ich mich da auf dieses schöne Podest da vorne. Voll auf die Stufen. Mache erstmal einen schönen Screenshot davon. Sieht doch toll aus. Guck mal. Voll nice. Ist doch wunderschön. So. Souvenirfoto geschossen. Jetzt können wir da reingehen. So, Boss. Sieht schwer nach Boss aus. Nahkampf voraus. Cool. Da der mir extra hier die Zeit lässt, würde ich sagen, erstmal tiefen Schutz casten. Und ab geht's. Hallo. So, erstmal hier First Blood. Wow, okay, er mag Feuer. Eiserlift, er mag Feuer. Haha, wie hast du das gedacht? So, erstmal heilen. Aber ich glaube, bei dem ist es echt gut, wenn wir nah dran sind. So ausladende Angriffe, der macht. Aua. Aua. Okay, wo roll ich rum? Hier musst du dann natürlich auch kein Verlass drauf. Aua. Boah, es läuft richtig scheiße, würde ich sagen. Richtig scheiße. Ja, ich bin tot. Okay. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich wäre gerne hinter den gekommen, aber dann hing ich da irgendwie an diesem Haufen da fest und da war irgendwie nichts zu machen. Und an dem dran, ich weiß nicht, ob man sich da großartig heilen kann. Ich kenne natürlich diesen Angriff noch nicht und so. Aber ich kam jetzt da auch nicht mehr irgendwie weg. Wobei von dem Weg scheint ziemlich schlecht zu sein, weil der hat da so einen fetten Hammer. Der hält dann da in der perfekten Reichweite, ne? Deswegen, also es war schon richtig nah dran sein, nur ich wusste jetzt halt nicht, ob ich da heilen kann, weil es sah irgendwie nicht so aus. Hab's ja gesehen. Hat dann da irgendwie auf den Boden geschlagen und so. Jetzt habe ich natürlich auch nicht den. Aua. Jetzt hab ich aber erst. Oh Gott, das gibt keinen. Es gibt sowas von überhaupt keinen. Ich will doch eigentlich nur meine Seelen haben. Erstmal. Ranged ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Okay. Okay. Den. Autsch. Okay. Oh, diese Angriff ist echt scheiße. So. Knapp verfehlt, ist auch daneben. Aber das ist echt scheiße. Das ist echt ziemlich scheiße. Also ganz weit weg ist okay und ganz nah dran scheint auch zu klappen. Das scheint der Schlüssel zu sein. Und dann macht er dann wirklich mit so einer Scheiße, ne? Was machen? Er hat hier so eine Seite. Und da zu bleiben ist schwer. Aua. Und wie man sich da bei dem heilen soll, weiß ich auch nicht, weil wenn ich mich heilen will, irgendwie einem dran sein, funktioniert nicht, weil ich einfach zu lange brauche und dann stellt er sich einfach so, dass er mich trifft. Aber wenn ich mich von dem wegbewege, bin ich erst recht in Gefahr, weil dann bin ich genau da, wo er mich haben will. Da habe ich noch kein Mittel gegen. Da habe ich echt noch kein Mittel gegen. Was mach ich gegen den? Keine Ahnung. Erstmal tiefen Schutz wieder casten. Ganz wichtig. Ja, jetzt bereue ich, dass ich meine Seele nicht in Sicherheit gebracht habe. Egal. Ah, ich dachte, das geht noch rechtzeitig. Falsch gedacht. Okay, jetzt gehe ich lieber einen Schritt zurück. Hab ich das mal. Ich mag ihn nicht so. Jetzt schon nicht. Da hat überhaupt keine Übersicht mehr. Sieht die ganze Zeit nur dieses Ding da vor sich. Der verliert schlicht den Fokus. Das ist mega ätzend. Autsch. Wir irgendwie gucken, wie wir an den Rand kommen. Kommt dort zu. Seht ihr, jetzt ist der Fokus schon wieder weg. Das ist echt scheiße. Wir rennen noch voll ins Feuer. Das ist eine wahnsinnige Idee. Aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich muss ein bisschen mit der Deckung spielen. Vielleicht. Wenn ich hier triff, bin ich sauer. Okay, okay, okay. Vielleicht gehe ich echt einfach ranged. Und hier die Deckung, wenn das geht, gehe ich einfach auf ranged. Piu. Ich fürchte nur, dass die Pfeile nicht weichen werden. Da muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Das scheint zu gehen. Weil so ist viel einfacher, ne? Weil im Fernkampf hat er wohl nicht so viel drauf. Aber Pfeil nutzen. So ist das jetzt vor. Oha, was ist das? Meteorhagel, alles klar. Ich würde gerne den Fokus wieder haben. Okay. Oh, scheiße. Aber hier bin ich so weit weg, damit er mich jetzt wohl nicht kriegen. Ne? Ich muss jetzt nur wirklich voll und ganz auf meine Rolle verlassen können. Denn mein Schild wird mir jetzt hier nicht viel helfen. Das geht. So, warten, bis er irgendwas macht. So, dann schießen. Das fällt mir gerade das auf, mit dem Ding kann man auch so aus der Rolle rausschießen. Das ist ziemlich cool. Oh, was ist das? Oh, krass. Der kann so einen Kreis machen. Okay, da einfach strafen.
vielleicht rollen, wenn es kritisch wird. Aber eigentlich ist das auch schon alles, was man da machen muss. Ich kann so aus der Rolle rausschießen, das ist ziemlich cool. Cool, jetzt habe ich ihn sogar so gestaggert. Oh, das war knapp. Soll ich jetzt einfach hingehen und den Rest geben? Komm. Komm. Zack. Ehrenhaft mit dem Schwert getötet, mit dem letzten Schlag. Ja, also Nahkampf, sorry, aber ich fand Fernkampf war viel einfacher. Ziel des alten Dämonenkönigs, nice. Wie viel sehen? 75.000, nicht schlecht. Okay, und ich glaube, damit sind wir hier in Isolith fertig. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir mit dem Typen noch anstellen können. Wenn wir gerade hier in der Arena umgucken, nicht, dass hier noch irgendwo was rumliegt. Das hier sieht irgendwie so ein bisschen verdächtig aus. Das liegt nicht alles. Guck mal, das sind alles diese alten Dämonen. Diese uralten Dämonen. Und hier so. Das sind auch alles die. Alles klar. Mal gucken, war hier auf der linken Seite noch irgendwas? Nö, okay. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. 124.000 Seelen, damit können wir schön was machen. Dann geht es jetzt erstmal zurück zum Feuerbandschrein. Wir gucken, was wir da mit der Seele anstellen können. Und dann sind wir soweit, denke ich mal, mit der Episode auch fertig. Vielleicht schaffen wir es noch, zu Anri zurückzukommen. Ich glaube aber nicht, weil ich muss ja dann erst wieder durch die gesamten Katakomben latschen. Ich weiß nicht, ob ich dann bei dem Schwänensee da rückwärts laufen kann. Ich weiß es nicht. Aber dann komme ich wahrscheinlich sowieso nicht zu ihr rüber. Je nachdem, wie die Brücke gerade steht. Keine Ahnung, jetzt gucken wir erstmal, was die Seele da so machen kann. Hallo, ich hab dir wieder was mitgebracht. Aber bitte kein Wucher, ja? Was ist denn da? Rudiment des Chaosbetts. Oh, interessant. Verbrennt die Umgebung mit Chaosflamme zu Asche. Hört sich vielversprechend an. Jetzt fragt sich, welcher Angriff das war. Diese fetten Kometen oder dieser komische Flammenring, der da um ihn rumgegangen ist. Keine Ahnung. Hier haben wir noch den Großhammer des alten Königs. Geht aber auf Stärke und Pyromantie, kann man so sagen. Und da gehe ich beides nicht drauf. Wobei 180 physischer World Damage schon echt viel ist. Und dann noch die 69 Feuer. Heilige Scheiße, das zieht. Das zieht richtig. So, aber ich gebe dann doch lieber die Seelen aus und statt mir hier das Rudiment des Chaosbetts. Denn das ist eine Pyromantie und wir wollen ja Pyromantien haben. Apropos Pyromantie, ich habe ja wieder so ein Foliant gefunden, aber das kann ich dem auch nicht geben. Das ist ja Isolith und Quelana ist auch Isolith. Wenn er das eine schon nicht macht, dann wird das andere wohl auch nicht machen. Aber wir können ja auch mal fragen. Mich würde jetzt auch interessieren, was er dazu sagt. Weil das mit Isolith war doch ganz interessant eigentlich. Wenn man so die Hintergründe kennt. Ja, ich habe hier was für dich. Also nicht wirklich für dich, aber. What have we here? A pyromancy tome from Isolith. Ja, geil. You found the home of pyromancy. Brilliant. Ja, ne? I will never curse being old and undead again. Alles klar. Let us channel them together. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Okay. Das scheint ja doch geklappt zu haben. Dann gucken wir mal, was der da so Neues hat. Große Chaos-Feuerkugel. Also das hört sich mächtig an. Die kennen wir ja auch schon. Also Veteranen dürfte die bekannt vorkommen. Die Chaos-Feuerkugel taucht hier nicht zum ersten Mal auf. Auch wieder zwei Slots, genau wie früher. So, Feuerflut haben wir schon. Chaos-Sturm, ja. Die kennen wir auch. Unser Verbrennungsklassiker. Das scheint aber auch schon alles zu sein. Aber ein paar Chaos-Flammen, ja, wieso nicht? Ein Chaos-Flämmchen hat noch keinem geschadet, außer deinem Gegner natürlich. Ja, nice. Do not be. What is.
Haben wir das doch abgeben können? Ich dachte jetzt eigentlich, der meckert dann wieder rum. Oh nein, das kann ich nicht lernen, weil ich bin keine Frau. Das hat er wieder da so da rummeckert. So. Ja, jetzt muss ich aber echt mal ein paar Pfeile nachkaufen. Oh, and in one. So. Große Pfeile. 32 sollten eigentlich reichen. Haben wir wieder unsere 99 Goodbye. Zusammen. Oh, this... So. Da machen wir jetzt noch ein Level up und das war's dann für die Episode. In der nächsten Folge, bis dann habe ich dann vielleicht auch mal nachgesehen, wie es jetzt mit dem Durchwirken machen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich das Let's Play bis Platin machen werde. Ich werde es natürlich versuchen, aber ich werde wahrscheinlich noch einen dritten Durchgang brauchen. Und dann kommen noch die DLC dazwischen und so weiter. Da weiß ich einfach nicht, ob ich das alles einfach schaffe, ob ich das alles hinkriege. Ob ich dann wirklich nochmal Bock habe, das nochmal ein drittes Mal, einen dritten Durchlauf zu machen, um die restlichen Trophäen zu ergattern, die dann auch natürlich immer und immer schwieriger werden. Die mal in Dark Souls 2 Let's Play gesehen haben, die wissen das. Oder die es selber mal gemacht haben. Oder gar Demon's Souls, was auch scheiße aufwendig ist, das alles zu machen. Ja, die wissen das. Ich weiß nicht, ob ich so lange durchhalte, so lange Dark Souls 3 Let's Playen will. Aber jetzt, wie es steht, will ich das auf jeden Fall. Also, es geht gar nicht anders. Bisher jedes einzelne, bis auf das erste Dark Souls. Da fehlt mir aber auch nur eine einzige Trophäe, dann hätte ich es auch Platin. Und die anderen beiden habe ich Platin. Bloodborne fehlt noch, aber Bloodborne habe ich auch nicht so echt. Da bin ich noch nicht so wirklich zugekommen irgendwie. Keine Ahnung, zu viel Dark Souls Skull of the First Sin und zu viel Dark Souls 3, die dazwischen gekommen sind und auch noch fordert und so weiter. Ihr wisst ja, was auf dem Channel so läuft. Aber Bloodborne werde ich bestimmt auch irgendwann mal spielen. Die Frage ist eigentlich nur, wann. Da kann ich mich aber auch immer nur wiederholen. So, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal einer Vitalität. Oder nee, komm hier, Kondition. Ich bin die ganze Zeit hier am Beklagen, von wegen ich habe so wenig Ausdauer. Da muss man jetzt auch mal was dafür tun hier, ne? So, 33.000 Seelen verbleiben. Und damit geht es dann in der nächsten Folge gegen Volnir. Wir sagen dann noch Anri Bescheid, was jetzt eigentlich mit dem Horus los ist. Das wird dir nicht gefallen. Und wenn wir dann mit den Katus-Katakomben fertig sind, dann geht's erst richtig los. Dann gehen die Quests erst so richtig ab. Dann treffen wir NPCs, die wir zumindest auf meinem Channel noch nie gesehen haben. Das wird dann richtig interessant. So, hoffentlich seid ihr dann auch dabei. Ich verabschiede mich. Das war diese Session Dark Souls 3 und das nächste Mal geht es dann Volnir an den Kragen. Ich verabschiede mich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!